Ach was, mein Videoschnittprogramm funktioniert wieder. Ja, das ist ja toll. Grüß Gott miteinander. Heute habe ich 9 Stunden Videomaterial in 20 Minuten gestopft und ihr könnt das nun ansehen. Kommentiert. Ich bin jetzt, wie man sieht, gerade schon fleißig am Kolorieren, denn diese interessante Zeichnung hier habe ich mal wieder von Hand auf echtem, anfassbarem Papier angefertigt, wovon es, weil ich manchmal meinen Verstand im Kühlschrank liegen lasse, wieder keine Aufnahme gibt. Aber das macht nichts, denn da werde ich wahrscheinlich ein andermal ein Video dazu machen. Ich denke, das ist vielleicht eh gar nicht so schlecht, mal speziell zum Zeichnen mit Bleistift und Co. was zu sagen, weil das ist ja doch nochmal ein ziemlich relevanter Unterschied zum digitalen Arbeiten jetzt in Photoshop. Apropos, ich habe mich zwar vermehrt wieder mit traditionellen Kunstmedien beschäftigt in letzter Zeit, wer jetzt gerade Instagram, Facebook oder auch meine letzten Videos hier ein bisschen verfolgt hat, der hat das mitbekommen, vor allem jetzt in Sachen Acryl, Aquarell, Marker. Jetzt bin ich hier aber doch wieder in Photoshop gelandet. Zum einen, weil ich für Formate in der Größe, wie ich es meistens gerne hätte, keinen Platz habe in meiner Wohnung. Zum anderen, weil ich ein paar Sachen ausprobieren wollte, die mir digital jetzt einfach praktischer erschienen. Außerdem mag ich das Medium einfach und wollte da wieder ein bisschen mehr damit machen. Auch wenn es natürlich, wie alle anderen Medien, nun mal auch seine Vor- und Nachteile hat. Hätte ich dieses Bild hier traditionell auf Leinwand angefertigt, dann hätte ich zum Beispiel mit ziemlicher Sicherheit Metallic-Effekte verwendet, weil Gold hier doch eine große Rolle spielt. Das geht jetzt hier nicht. Aber das war eigentlich auch ein Teil meines Plans, weil ich unter anderem gerade das ein bisschen studieren wollte bei dem Gemälde hier. Also das Gold ohne echte Goldfarbeneffekte überzeugend darzustellen. Bis eben habe ich erstmal ein bisschen die erste Runde grobe Farben gesucht und definiert, indem ich auf einer multiplizierenden Ebene gearbeitet habe. Jetzt hat man, das hat man kurz gesehen, habe ich die Ebenen auf eine reduziert und fange jetzt so langsam an, da tatsächlich drüber zu malen. Das davor war quasi immer noch so eine Art Skizzenstadium, die Larve des Bildes. Jetzt verpuppen wir uns 9 Stunden lang und am Ende wird es dann ein wunderschöner Schmetterling. Und so funktioniert Pubertät, liebe Kinder. Die Pubertät hat der Knabe mit dem schönen Lächeln hier noch vor sich, aber man sieht, der hat schon einiges erlebt. Beim letzten Timelapse-Painting hatten wir es ja auch schon mal ein bisschen davon, dass ich gern mal so tue, als würde ich mir mega was dabei denken, wenn ich male. Ist hier auch wieder der Fall. Der Betrachter fragt sich, hoffentlich, was ist geschehen? Was mag dies bedeuten? Zeigt mir dieses Balg da gerade den Stinkefinger? Täte mich auch wieder interessieren, mit welchen Analysen ihr Kunstkritiker wieder aufkommen könnt. Ganz am Schluss arbeite ich auch noch ein bisschen mit Text, falls den jemand entziffern kann. Da wird man dann vielleicht auch nochmal schlauer draus oder es wirft nur noch mehr Fragen auf. Vielleicht verrate ich es irgendwann sogar in den Comments, was ich mir dabei gedacht habe. Bei diesem Licht hier gerade im Hintergrund habe ich mir auf jeden Fall nichts Gutes gedacht. Nun, also vielleicht beantworte ich die Frage nochmal, was das zu bedeuten hat, was ich mir dabei gedacht habe. Vielleicht halte ich es aber auch bewusst nebulös und dann denken alle, ich bin voll tiefgründig und mysteriös. Nun, was ich mir abseits von geheimnisschwangerer Symbolik gedacht habe, war, dass ich, wie gesagt, ein paar Sachen ausprobieren will. Da gehört, wie gesagt, der Goldeffekt dazu, vor allem in dem Stoff hier von diesem Tuch, Umhang, Decke, Teppich. Mit diesen Stickereien vor allem. Die Wand im Hintergrund wird dann im Laufe des Arbeitsprozesses auch nochmal um einiges heller und da wird dann auch ein Goldeffekt geschehen. Des Weiteren ging es mir viel um Licht und Schatten und was machen die Farben jetzt gerade eben auf den Goldoberflächen, aber vor allem auch auf der Haut und in der Haut. Dieses Farbenspiel, das da gern passiert, wenn jetzt gerade sehr starkes Licht oder direktes Sonnenlicht auf den Körper trifft, das sieht man dann besonders gut dann an den Fingern oder Ohren oder auch in der Nase, wenn das dann so schreiend pink wird teilweise, weil das Gewebe ja doch ein bisschen lichtdurchlässig ist.
Hier fällt das Licht von links oben ziemlich passend gerade auf Ohr und Hände. Und da konnte ich dann noch ein bisschen ausprobieren und schauen, wo mich das hinführt. Was man jetzt auch schon mal kurz gesehen hat, ist, dass ich auch mit Pinselspitzen viel herumexperimentiert habe und versuche, damit mal endlich ein bisschen klar zu kommen. Das habe ich lange, lange Zeit dezent vernachlässigt, viel mit Photoshop Standardpinseln mich rumgeärgert. Ich meine, damit habe ich auch schon zufriedenstellende Bilder gemalt, so ist es nicht. Also das geht schon. Es gibt auch viele, die das machen, also immer die Standardpinsel benutzen. Aber für mich ist es halt nicht unbedingt so das Optimum. Und ich habe dann immer viele, viele Pinselspitzen runtergeladen gehabt von anderen Künstlern. Die bieten das ja oft kostenlos zum Download an auf deviantart.com und Konsorten. Und da ist auch teilweise echt nices Zeug dabei, wo ich auch in diesem Video wieder einiges rumprobiert habe. Es ist halt, man sieht da diese ganzen Pinsel und denkt sich, ah ja, das ist also das Profizeug. Das benutzen die Leute, die cooler malen können als ich und ich will auch so malen können wie die. Und dann, wenn ich mir die Pinsel runterlade, dann werde ich genauso cool. Ja, nein. Aber es ist auch schon sehr lehrreich, die Pinsel von anderen Leuten zumindest mal zu studieren und daraus zu lernen, was man... Man kann die ja auch noch ein bisschen tweaken und anpassen. Ich würde mich aber halt nicht drauf verlassen, dass die Pinsel so passen. Ich habe jetzt auch tatsächlich mal angefangen, was ich schon vor langer Zeit mal hätte machen sollen, und zwar selber meine Pinselspitzen machen und einstellen, wie ich das brauche. Und halt so langsam lernen, meinen Arbeitsplatz hier zu individualisieren und damit auch zu optimieren für meinen persönlichen Arbeitsablauf. Da bin ich aber auch noch weit entfernt von meinen Brush-Set-Goals. Aber ich denke, wenn ich das mal raus habe, dann spare ich mir da auch einiges an Stress und Arbeit. Hab mir auch ganz brav mal wieder einen Haufen Tutorials auf YouTube reingezogen, unter anderem auch diesbezüglich. Aber mein Photoshop, das ist noch CS5. Das ist jetzt halt auch nicht mehr so die aktuellste Version. Und viele Sachen, die die coolen Kids machen, gehen mit der Version gar nicht. Aber gut. Ich meine, vor 10 Jahren haben die Leute auch schon digital feines Zeug machen können. Also geht das auch. Dennoch steht mein Plan immer noch ein bisschen im Raum, mit dem irgendwann mal andere Kunstprogramme sich anschauen und mal sehen, was da so geht. Ich denke, an der Stelle würde ich dann den Arbeitsprozess mal einfach ein bisschen laufen lassen, spiele ein bisschen Musik ab, weil sinnlos labern ohne Inhalt möchte ich jetzt auch nicht. Ich melde mich dann später nochmal, wenn ich wieder was zu sagen habe. So, ich denke, man sieht, dass ich mit diesem Blumenkranz hier ziemliche Probleme hatte. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sieht ein bisschen aus wie Schafgarbe, aber nicht wirklich. Ist ja auch egal, jedenfalls habe ich an der Stelle dann jetzt hier beschlossen, das nochmal ganz neu aufzurollen. Und habe mir ein Referenzbild zur Seite gelegt von einer Illustration, die ich vor ein paar Wochen mal für meine eigene Website gemalt habe. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. doelifer.com, Link in der Beschreibung. Mit dem komme ich dann hoffentlich ein bisschen näher an ein Ergebnis, mit dem ich zufriedener sein kann. Das Muster auf dem Teppich habe ich schließlich auch nochmal komplett weggemacht und den ganzen Faltenwurf neu definiert, bevor da ein neues, besseres Muster draufkommt. Das ist ja auch das Schöne am digitalen Arbeiten. Mit traditionellen Farben kann man zwar auch übermalen, aber im Digitalen geht das Alte natürlich restlos weg. Und man kann schön sauber arbeiten und quasi alles von Grund auf nochmal neu, wenn es nicht passt. Deswegen benutzen wir ja dieses Medium. Irgendeinen Vorteil muss es ja haben. Ja, aber ich denke, aus der Richtung kommt halt auch diese Einstellung der digitalen Kunst gegenüber, die manche Leute haben, dass das keine richtige Kunst ist, was auch immer das bedeutet. Würde ich persönlich auf jeden Fall auch nicht unterschreiben, aber ich kann mir vorstellen, woher das kommt, das Argument. Gerade weil das Malen und Zeichnen im digitalen Medium halt stark erleichtert wird. Aber ich sehe es halt so. Die Kunst macht sich, das weiß jeder, der das schon mal gemacht hat, die macht sich nicht von selber. Auch mit all den tollen Werkzeugen und Hilfsmitteln hier nicht. Und letztendlich
Wo fängt man denn an zu definieren, was jetzt ein gutes Werkzeug ist, das zählt und was nicht? Jeder Pinsel, jeder Schwamm, Wasserglas, Goldeffektfarbe etc. Das sind alles Werkzeuge und Hilfsmittel, die irgendwann mal erfunden und entwickelt wurden und die erleichtern die Arbeit nun mal. Genauso wie eine Schaufel oder eine Bohrmaschine. Man kann sich natürlich auch einen Stuhl mit den bloßen Zähnen aus dem Baum beißen. Man kann sich aber auch ein Loch ins Knie bohren, finde ich. Im Grunde sehe ich hier den Computer mit Tablet und Software als ein Werkzeug zum Malen, das dieselbe Daseinsberechtigung in meiner Arbeit hat wie meine Hände und mein Bleistift. Ist, denke ich, auch mal ein Statement, das ich gern einfach mal in die Öffentlichkeit geworfen habe. So. So, das mit dem Blumenkranz hat jetzt ganz gut geklappt. Als nächstes kommt das Muster von dem Teppich. Und so langsam, das habe ich aber rausgeschnitten, aber so langsam war dann hier der Punkt spätestens erreicht, wo mein Rechner so langsam den Geist aufgegeben hat und Speicherplatzsachen und generell rumspinnende Software. Mein Videoschnittprogramm hat Faxen gemacht, ist immer abgestürzt und ich konnte die Bilddateien nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das hat ziemlich viel verzögert, so allgemein. Ich wollte ja zum Beispiel auch meine nächste Skizzenbuchtour mal hochladen, aber die Aufnahmedateien lagen bis jetzt nutzlos auf der Festplatte, weil ich das noch nicht bearbeiten konnte. Jetzt scheint das alles so langsam wieder zu laufen. Ich denke, ich werde trotzdem nicht drum rumkommen, mir demnächst einen neuen Rechner anschaffen zu müssen. Und dann läuft das hier mit dem YouTube-Kanal vielleicht auch mal so, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, ich hatte jetzt nie vor, ein richtiger YouTuber zu werden, aber ich hätte halt schon gern ein paar Videos fertig gemacht, wenn mich die Technik nicht immer so verkraulen würde. Ich bin halt echt kein Computercrack. Ich sehe jetzt gerade, dass das hier mit der Schrift angefangen hat. Kann es jemand lesen? Unwahrscheinlich, denn ich habe einen Citrullin-Font benutzt, weil mich das meistens eher stört, wenn der Inhalt von einem Text so penetrant vom Bild ablenkt. Und so ist die Schrift dann doch mehr ein Hintergrundmuster. Es stehen allerdings trotzdem ganze Sätze da. Wer im Vollbild guckt und auf die Ebenennamen schaut, der sieht vielleicht trotzdem, was da steht. Ansonsten ist der Text auch nochmal in der Videobeschreibung. Spätestens jetzt rauchen hoffentlich eure Kunstanalytikerköpfe und ihr haut schon ganz fleißig eure Gedanken in die Kommentare. Und mein Bild ist jetzt dann auch fertig geworden. Ich bin sehr glücklich damit. Saß ja auch lang genug dran und hatte genug Ärger mit meinem Rechner und der Software. An der Stelle verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen amüsieren. Dann bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit.